Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Oldfield & Co. Und erstmal ein frohes neues Jahr an euch alle da draußen. Wir wollen das Jahr jetzt mit einem wunderschönen neuen Video beginnen. Und zwar geht es um die erste Uhr aus der Seiko LX Reihe. Heute haben wir uns einmal die Seiko LX Prospect Spring Drive GMT SNR 025J1 vorgenommen. Das Modell seht ihr vor uns, wirklich sehr schön. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, schauen uns das Modell mal im Detail an und wünschen euch dabei ganz viel Spaß. So, vor uns sehen wir nun also einmal die Box der Seiko. In einem klassischen schwarzen Pappkarton erstmal gehalten mit Seiko-Schriftzug auf der Front. Und das war es auch eigentlich schon. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, gucken, was uns da erwartet. Und da haben wir zuallererst einmal den eigentlichen Karton bzw. die eigentliche Uhrenbox, umhüllt hier mit einem wirklich hochwertigen Papier. Das legen wir mal beiseite. Und hier präsentiert sich dann die eigentliche Seiko Box. Das Ganze schon mal etwas hochwertiger in so einer Lederoptik. Hochglanzrahmen, der sich einmal komplett drumherum zieht, außer hinten, wo das Scharnier ist. Aber ich würde sagen, wir schauen rein, haben noch einen kleinen Schutz von der Uhr und im Deckel haben wir auch nochmal das Prospects Logo sowie den Schriftzug. Aber wichtig ist natürlich hier die wunderschöne Uhr. Es handelt sich wie gesagt um die Seiko LX Prospects Spring Drive GMT, Referenz SNR 025J1. Das Modell hat einen Listenpreis von 5.100 €. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal zusammen im Detail an. So, und hier sehen wir das Modell vor uns. Wirklich extrem schön. Das ist eine richtig schöne GMT-Uhr. Schön robust. Mit entsprechender Optik. Aber wir schauen uns das Ganze erstmal im Detail an. Nennen ein paar Zahlen. Also wir haben hier ein aus Titan gefertigtes Gehäuse. Dementsprechend ist die Uhr sehr leicht. Das gesamte Gehäuse bzw. das Titan ist auch nochmal mit einer Hartbeschichtung versehen, somit auch nochmal widerstandsfähiger gegen Kratzer. Das Gehäuse ist 44,8 mm im Durchmesser. Klingt jetzt erstmal relativ viel, allerdings wird sich das gleich relativieren. Wir schauen das Ganze auch natürlich auch mal am Arm an. Doch bemerkenswert ist einfach schon diese Präsenz der Uhr, die Haptik, die Qualität und einfach die Liebe zum Detail, die gesamten Schriftzüge, die hier auf der Lünette eingraviert sind, beziehungsweise die Ziffern und Buchstaben sind wirklich extrem hochwertig. Und das ganze Modell spiegelt dieses Preissegment wider und das ist wirklich sehr schön. Natürlich ist die Uhr auch angestoßen hier an ein Titanband, dreireihig. Sehr angenehm matt gehalten und mündend hier in die Faltschließe mit Sicherheitsverschluss und zwei Drückern. Ebenfalls natürlich aus Titan gefertigt. Die Lünette, die wir hier auf der Vorderseite verbaut haben, ist in beiden Seiten oder in beide Richtungen und stufenlos drehbar. Das Ganze hat einen gewissen Widerstand, aber dadurch verdreht sie sich auch nicht von selbst, wirklich sehr angenehm und somit auch für Reisende gerade die GMT-Funktion optimal und auch schnell entsprechend anpassbar. Auf der Vorderseite haben wir natürlich auch Saphirglas verbaut, dieses ist entsprechend kratzfest und widerstandsfähig. Die verschraubte Krone befindet sich hier auf der 4-Uhr-Position. Die drehen wir einfach mal los und schauen uns das Ganze an. Wie wir sehen können, haben wir hier eine Wasserdichtigkeit von 200 Meter, also 20 Bar. Und wir schauen uns mal hier die Gangreserveanzeige an, das ist nämlich auch sehr schön. Wir haben das Kaliber 5R66 verbaut, das ist ein Spring Drive Kaliber. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, wie wunderschön dieser Sekundenzeiger hier durchschwebt. Ich versuche ihn mal besser einzufangen.
Also das ist schon klasse. Der läuft einfach butterweich durch. Wir haben hier keinerlei Bewegung. Das ist schon wirklich Kunst. Und wenn wir jetzt unser Augenmerk einmal auf die Gangreserveanzeige hier fokussieren, dann drehen wir das Ganze einmal auf. Wir haben bis zu 72 Stunden Gangreserve und tauchen dem Spring Drive Kaliber jetzt mal ein paar Umdrehungen rein. Und da sehen wir auch schon, wie schnell sich das Ganze bewegt. Jetzt haben wir schon über die Hälfte. Und so kann man entsprechend natürlich auch sehr schön sehen, wie viel Gangreserve man noch hat, beziehungsweise wie sich die Uhr über die ganz normale Tragegewohnheit aufzieht. Das ist ein nettes Feature. Kommen wir mal zu ein paar Zahlen von dem Spring Drive Kaliber. Also wir kommen hier auf eine Gangabweichung von plus minus 15 Sekunden, jedoch nicht am Tag, sondern im Monat. Plus minus 15 Sekunden im Monat. Das ist wirklich Wahnsinn. Und im Schnitt auf plus minus eine Sekunde am Tag. Jedoch, wie gesagt, maximal 15 Sekunden im Monat. Und das ist wirklich eine Ansage. Wir reden hier immer noch über ein mechanisches Kaliber und nicht über ein Quarzwerk. Von daher ist das absolut bemerkenswert. Und wenn man das Ganze dann bedenkt, für 5.100 € so eine Uhrmacherkunst, ist das schon absolut gerechtfertigt. Wir haben hier auf der Rückseite auch noch wieder den verschraubten Gehäuseboden. Und schauen wir uns einfach auch mal die Leuchtmasse der Uhr an. Und da haben wir lumineszierende Zeiger sowie Indexpunkte. Damit lässt sich die Uhr natürlich auch bei Nacht wunderbar ablesen. Aber so kennen wir es natürlich auch von den Seiko-Modellen. Ich würde sagen, in dem Zuge schauen wir uns auch nochmal die Gehäusemaße an. Da hatten wir eingangs erwähnt, dass wir einen Gehäusedurchmesser von 44,8 mm haben. Da komme ich jetzt handgemessen auf 44,9. Die Gehäusehöhe beträgt 14,4 mm und der Hornabstand zu guter Letzt 50,7 mm. So, dann schauen wir uns einfach nochmal das Gewicht des Modells an. Und da kommen wir auf 156,95 Gramm. Wie gesagt, natürlich durch das Titan ist die Uhr entsprechend für die Größe doch relativ leicht. So, nun habe ich das Modell auch nochmal für euch angelegt. Ihr seht sie jetzt an einem Handgelenk von 18 bis 18,5 im Umfang. Und ich würde sagen, die passt doch wohl wunderbar. Schmiegt sich echt angenehm an, liegt satt am Arm. Aber was sind wir anderes von den wunderschönen Seiko-Gehäusen gewohnt? Gerade diese Farbkombination mit dem gelben Zeiger, das ist schon einfach schön. Netter Akzent und einfach in allem wunderbar stimmig. Also, wer in der Überlegung ist, eine GMT-Uhr zu erwerben in diesem Preissegment, sollte auf jeden Fall die LX-Reihe von Seiko mal genauer anschauen. So, und damit sind wir auch leider schon wieder am Ende von unserem Video. Wir hoffen natürlich, die Seiko hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt sie bitte einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder anschaltet und uns ein Abo oder ein Like für das Video dalasst. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.